Endlich wieder gute Nachrichten bei Alemannia Aachen. Der Trainer der kommenden Saison ist gefunden. Patrick Helmes wird das Traineramt am Tivoli übernehmen. Heute wird man aber noch einmal damit konfrontiert, den eigenen Ansprüchen in dieser Saison nur hinterhergelaufen zu sein. Der FC Wegbergbeek nicht nur Derby-Gegner, sondern eben auch Tabellennachbar. So hatte man sich das in Aachen nicht vorgestellt. Genauso wie nach 7 Minuten den Gegentreffer nicht. Marc Klefisch. Zum 0:1 wunderbar rausgespielt, kam aber viel zu frei. Zum Abschluss der Mittelstürmer erzielt hier sein 2. Saisontor. Aber auch das passt zur fahrigen Saison von Aachen. Der Stürmer viel zu frei und auch Torwart Mross sieht nicht optimal aus. Aachen sofort um die Antwort bemüht. Uchido! Der Rechtsverteidiger mit aufgerückt, auch gesetzt unter Interimstrainern Botzek und Andersen. Aber es fehlt noch etwas an der Präzision. Nächster Eckball und Cebulla, der Youngster, der ja aus Leipzig gekommen war, mit der Kopfballgelegenheit. Es bleibt weiter scharf und gefährlich. Aber auch hier ist Zabel zur Stelle. Stefan Zabel, der 29-Jährige, macht in dieser Partie bislang einen sehr guten Eindruck. Nächster Eckball, kurz ausgeführt. Zahnen, Flanke ist gut. Cebulla! An den Pfosten, das ist richtig gefährlich. Erst sein 3. Einsatz für Alemannia Aachen, bringt aber richtig Schwung mit, der 19-Jährige. Auf der anderen Seite Bach mit der Kopfballgelegenheit knapp drüber. Es bleibt erstmal bei der knappen Führung und Aachen wird besser. Guter Ballgewinn. Clever gemacht von Stuttrucker. Und viel Platz für Damani. Rechts am Tor vorbei. Es fehlt an der nötigen Präzision, am nötigen Spielglück. Und auch deswegen zur Pause der durchaus verdiente 0:1 Halbzeitstand. Wegbergbeek hat übrigens noch nie gegen Aachen gewinnen können. Wallenborn, Stuttrucker, klasse gespielt. Cebulla, der Ausgleich. Wieder ist es kurz nach der Pause, nach 51 Minuten, macht Matti Cebulla sein erstes Saisontor und das ist so verdient. Ein klasse Spiel. Vom jungen Außenspieler steht goldrichtig die Vorlage von Stuttrucker ganz, ganz stark. Und so macht auch Fußball am Tivoli richtig Spaß. Das wünschen sich die Fans in Massen von ihrem Verein. Und langsam scheint es zu klappen. Stuttrucker verstolpert den Ball. Hat sich ansonsten so hervorragend in den Verein eingefügt. Kam ja vom Wuppertaler SV, hier mit Pech. Und nochmal Cebulla. Er wird kurz darauf ausgewechselt. Es war seine letzte Chance. Nach 86 Minuten verärgert geht er runter. Er wollte noch so viel mehr heute leisten. Dann nochmal dieser weite Ball auf Falaye. Oluwabori Falaye, der Kanadier, mit der letzten Chance der Partie. Am Ende bleibt es dann bei einem sehr umkämpften 1:1 zwischen Alemannia Aachen und dem FC Wegbergbeek. Ein verdientes Resultat. Die Gäste haben am historischen zumindest kurz gekratzt und haben eine klasse Leistung abgegeben. Alemannia Aachen läuft den eigenen Ansprüchen auch heute weiter hinterher. Alles in allem, denke ich mal schon, ein hart umkämpftes Spiel, ein gutes Derby, vielleicht mit einem leichten Chancenplus für uns. Alles in allem müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir hätten uns grundsätzlich schon mehr erhofft, aber aufgrund des Spielverlaufs sind die Jungs dann im Rückstand zurückgekommen, haben eigentlich danach, vor allem in der zweiten Halbzeit, einige gute Aktionen gehabt und insofern geht das unentschieden, denke ich, auch soweit in Ordnung. Aachen bleibt damit auf Tabellenplatz 14. Das kann nicht das Saisonziel gewesen sein. Alle Augen sind schon auf die nächste Spielzeit gerichtet.